Der People's Temple hatte ganz eindeutig das Potenzial zu etwas Großem, Mächtigen und Wunderbaren. Aber aus mir unerfindlichen Gründen schlug Jim einen anderen Weg ein. Am Abend des 17. war es eine vor Leben sprühende Gemeinschaft. Ich hätte nie gedacht, dass sie 24 Stunden später alle tot sein würden. Ich weiß noch genau, wie ich Jim Jones kennenlernte. Meine Schwester Carolyn hatte meine Eltern, meine jüngere Schwester und mich zu sich nach Potter Valley eingeladen. Da war dieser fremde Mann, aber ihr Ehemann war nicht da. Annie und ich wurden nach draußen geschickt. Irgendwas muss dann passiert sein, denn als wir zurückkamen, hatten alle außer Jim Jones ganz rote, verweinte Augen. Erst auf der Heimfahrt im Auto haben wir erfahren, dass er eine ehebrecherische Beziehung mit meiner Schwester unterhielt, weil seine eigene Frau ihm nicht das Gefühl einer richtigen Ehe geben konnte. Deswegen hatte Carolyn diese Rolle übernommen. Es klang irgendwie alles sehr einleuchtend. Und erst in der Rückschau wurde mir klar, wie bizarr es eigentlich war. Mein erster Besuch im People's Temple in Redwood Valley erfolgte auf Drängen eines Freundes und Arbeitskollegen. Wir trugen alle Anzug und Krawatte und sahen richtig gut aus. Ich betrat den Tempel in San Francisco und fühlte mich sofort zu Hause. Ich gehörte damals zu der Sorte Jungs, die Drogen nahmen. Außerdem war ich Alkoholiker. Die Menschen dort waren ungefähr in meinem Alter und sie waren alle clean. Bevor ich hier kam, nahm ich LSD, Marihuana, every type of dope you can imagine. Without our Pastor Jim Jones to teach me the right way, I would not be in college right now. Und das fand ich richtig gut. Thank you very much. Thank you. Alle Rassen waren vertreten, auch im Chor, und sie sangen dieses Lied. Never heard a man speak like this man before. Never heard a man speak like this man before. All the days of my life, ever since I've been born, I never heard a man speak like this man before. Danach war die Stimmung am Kochen. Die Gottesdienste im People's Temple waren voller Leben. Sie hatten Seele und Kraft. Wir spürten, dass wir wirklich am Leben waren. Ich sprang auf und ab und klatschte in die Hände. Jeder Fremde ohne Vorwissen hielt das alles bestimmt für einen ganz normalen, altmodischen Gottesdienst. Wenn Jones dann auftrat und seine Predigt hielt, waren alle schon in der richtigen Stimmung. I represent divine principle. Total equality, a society where people own all things in common, where there is no rich or poor, where there are no races, wherever there's people struggling for justice and righteousness, there I am, and there I am involved. Er sprach aus, was uns auf dem Herzen lag, dass sich die Regierung nicht um die Menschen kümmerte und dass es zu viele Arme gab, auch Kinder. The world is like a human family. The little child may not be able to go and draw a paycheck, but the father guarantees the child care. The grandmother may not be able to work anymore, but the father and mother guarantees her the right to live.
Jeder Einzelne hatte das Gefühl, eine Aufgabe zu haben und etwas Besonderes zu sein. Genau deshalb kamen viele junge College-Studenten, ältere schwarze Frauen, Menschen aus verschiedensten Schichten. Sie erkannten, dass hier etwas vorging, das größer war als sie selbst und an dem sie teilhaben wollten. Und Jim Jones ermöglichte es ihnen. Ich erzählte meiner Mutter, dass das die richtige Kirche für mich sei. Und eine Woche später wurde ich dann Mitglied. As a child, I was undoubtedly one of the poor in the community, never accepted, born, as it were, on the wrong side of the tracks. Jimmy Jones und ich waren Schulkameraden in der ersten Klasse. Meine Brüder sind oft zu Jimmys Haus rübergegangen. Dort gab es eine Scheune und da haben sie dann zusammen gespielt. Schon mit 5 fand ich Jimmy irgendwie komisch. Etwas stimmte nicht mit ihm. Ihn interessierten nur Religion und Tod. Meine Brüder erzählten, er würde Bestattungen für kleine Tiere durchführen, die gestorben waren. Ein Freund sah, wie Jimmy eine Katze mit dem Messer tötete. Ein Tier zu bestatten ist schon seltsam, aber es vorher selbst zu töten? Jimmys Vater ging nicht zur Arbeit. Er bekam einfach keinen Job und war ständig betrunken. Jims Mutter musste dafür sorgen, dass die Familie über die Runden kam. Jim war sich selbst überlassen und trieb sich auf der Straße rum. Er kam eben aus einer dysfunktionalen Familie. Heute gibt es dafür sogar diesen Fachbegriff. Aber wenn du so aufwächst, hältst du es für normal. Feeling as an outcast, I'd early developed a sensitivity for the problems of blacks. I brought the only black young man in the town home. And my dad said that he could not come in. I said, then I shan't. And I did not see my dad for many years. I'm a soldier. In Lynn, Jim Jones looked for community. Jim Jones suchte in Lynn nach einer Gemeinschaft. Aber in dieser Stadt mit ihren rund 1000 Einwohnern fand er nicht, was er suchte. Schließlich hatte er doch Erfolg. Bei der Pfingstgemeinde. Er erkannte, dass die Kirche für viele so etwas wie ein Ersatz zu Hause war und dass die Prediger in ihrer Gemeinde als Vaterfigur akzeptiert wurden. Eine Rolle, die auch die Macht mit sich brachte, das Leben der Gläubigen zu beeinflussen. Jim Jones lernte sein Handwerk als Reiseprediger bei der Auferweckungskirche. Und schon bald wurde klar, dass er eine Anhängerschaft um sich scharen konnte. Ich lernte Jim Jones Ostern 1953 kennen. Meine Schwiegermutter Edith Cordell hatte einen Affen als Haustier, der sich versehentlich selbst erhängte. Sie wollte einen neuen und fand dann im Indianapolis Star eine Anzeige von Jim Jones, in der er einige Affen zum Verkauf anbot. Sie traf sich deshalb mit ihm und erzählte danach, dass er sie für nächsten Sonntag in die Kirche eingeladen hatte. Die Hautfarbe war dort überhaupt kein Thema. Jeder war willkommen. Und Jones machte das von der Kanzel aus auch unmissverständlich klar.
Nicht alle sahen das genauso. Einige standen während des Gottesdienstes auf und sagten, der Integrationsaspekt gefalle ihnen gar nicht. Eines Abends wurden diese Leute dann der Kirche verwiesen. Ich war der erste Schwarze in Indiana, den ein weißes Paar adoptierte. Jim und Marceline wollten eigentlich ein weißes Kind adoptieren. Aber es heißt, ich hätte so laut geweint, dass Marcelins Aufmerksamkeit erregt wurde. Sie kam zu mir und sobald sie mich in den Armen hielt, hörte ich auf zu weinen. In meiner Familie gab es alle Hautfarben. Einen Afroamerikaner, zwei Amerikaner asiatischer Herkunft und natürlich noch seinen leiblichen Sohn, selbstgemacht. Jim hat beim Thema Rassenbeziehungen zu einer Zeit Neuland betreten, als solche Bemühungen noch kaum auf Gegenliebe stießen. Jim Jones wurde von einigen gehasst und verachtet, vor allem natürlich von Weißen. Der Druck auf ihn wurde so groß, dass er beschloss, Indianapolis zu verlassen. Er hielt die ganze Stadt für rassistisch und wollte seine Anhänger davon befreien. Kalifornien gilt als sehr fortschrittlicher Staat. Er glaubte, dort ließe sich sein Traum von der Gleichheit der Rassen verwirklichen. In Indianapolis war das hoffnungslos, aber Kalifornien war für ihn so etwas wie das gelobte Land. Er entschied sich für Ukiah, etwa 130 Kilometer nördlich von San Francisco, weil es laut einem Artikel der Zeitschrift Esquire einer von 9 Orten auf der ganzen Welt war, in dem die Menschen nach einem thermonuklearen Angriff überleben würden. Ich sagte zu Edith, mit Jimmy nach Kalifornien zu gehen, ist verrückt. Also hat Jimmy sie zu einem Psychiater gebracht, der ein Gutachten erstellt hat, laut dem sie geistig völlig gesund und keineswegs verrückt war. Eines Nachmittags ist Edith dann weggefahren. Mir war nicht klar, dass ich sie nie wiedersehen würde. Die Fahrt nach Kalifornien hat Spaß gemacht. 12 bis 15 Autos fuhren quer durch die Vereinigten Staaten. Wir hatten die Reise angetreten. Keiner konnte sich auch nur vorstellen, wie es am Ziel aussehen würde. Es ging nach Kalifornien. Unsere neue Welt. Als ich Redwood Valley zum ersten Mal sah, traute ich meinen Augen kaum. Es war das reinste Paradies, ländlich, grün, überall Weintrauben. Ich habe mich sofort in den Ort verliebt. Ich war sicher, das Leben hier würde perfekt sein. Professional down to the ordinary field worker, field labor. Really, it's beautiful to see that all these divisions have been broken down, not only race, but any differences of economic position. The focus of Jim's message. Der Kern von Jims Botschaft stammte aus der Bibel. Jesus hat in seinen Anfängen die Menschen dazu aufgerufen, ihren gesamten Besitz zu verkaufen, weil alles der Gemeinschaft gehört. Jesus Christ had the most revolutionary teachings to be said, in the sense that he said to feed the hungry, clothe the naked, take in the stranger, minister to those, the widows and afflicted in their suffering. And we feel that no one really tried Christianity too effectively or the Judeo-Christian tradition. Die Mitgliederzahl nahm ständig zu. Jim kaufte immer mehr Busse, ließ sie instand setzen und ging damit jeden Sommer auf eine Art Tournee quer durchs ganze Land. Die
Ziel dieser Busfahrten war die Verbreitung von Jims Ansichten über den Sozialismus, die Welt und wie man ein besseres, ganzheitliches Leben führt. Aber eigentlich ging es wohl eher darum, mehr Mitglieder für den Tempel zu gewinnen. Ich hatte beschlossen, nicht nach Vietnam zu gehen und überlegte, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich hörte, dass Jim Jones nach Philadelphia an die Benjamin Franklin High School kam und ging hin an einem Mittwochabend. Ich war tief beeindruckt, dass seine Gruppe gemischtrassig war und so glücklich wirkte. Come and I'll give you a bed. Say, I got nothing but a pension. Don't leave your pension behind. Who else will tell you that? Who'll tell you I'll put you on that bus tomorrow? Jim Jones sprach von Rassengleichheit, wie das Leben bei ihm in Redwood Valley in Kalifornien ablief und von den guten Taten seiner Gruppe. So etwas wollte ich auch machen. Ich wusste nur nicht wie. Und plötzlich hatte ich die Antwort darauf direkt vor Augen. And all of a sudden the answer was there. Er war drei Abende da und am dritten Abend stieg ich in seinen Bus und fuhr mit nach Kalifornien. Als ich dem People's Temple im Frühling 1966 beitrat, hatte er genau 81 Mitglieder. Fünf Jahre später war aus dieser erweiterten Familienstruktur von 81 Menschen eine Organisation mit Tausenden von Mitgliedern geworden. Der People's Temple war eigentlich eine schwarze Gemeinde. Gut, der Pastor war ein Weißer, aber der Ablauf der Gottesdienste, die starke Betonung des sozialen Aspekts, die Mitgliedschaft, all das war genauso wie in einer schwarzen Kirche. Er redete wie ein Schwarzer, weil er durch seine Zeit in Lynn genau wusste, wie es ist, nicht dazuzugehören. Die Menschen hörten Jim zu, aber dass er weiß war, spielte überhaupt keine Rolle. Jim war für sie nicht weiß, er war einfach nur ihr Prediger. Es schlossen sich immer mehr ältere Menschen an. Und nach etwa einem Jahr überzeugte er viele davon, dass es angesichts seiner Gemeindearbeit sinnvoll wäre, wenn sie seiner Kirche nicht nur 20% ihres Einkommens geben würden, sondern alles. Und dazu noch den Verkaufserlös ihrer Häuser. Und sie haben das getan. Now in this church, what have we done in a short time? We have four senior citizen homes that are the most innovating, the most beautiful you want to see. Sie bekamen eigene Zimmer, Essen, alles, was sie brauchten. Sie wurden richtig umsorgt. Now my home is stone block and there's not a piece of new furniture in it, but our senior citizen homes, they're elegant. And that's beautiful. Sie gaben ihr gesamtes Erspartes der Kirche und wurden dafür betreut, aber nicht in einem Altersheim, sondern inmitten der Gemeinde. Irgendwann gab es im Tempel so viel zu tun, dass einige es als Vollzeitarbeit machten. Vollzeit im Tempel hieß etwa 20 Stunden pro Tag. Meine Woche, Montag normaler Job bis 5, danach Büroarbeit. Organisation der Altersheime, Pflege der Tiere, Redaktion der Veröffentlichungen, jeder hatte zu tun. Mittwochabend Besprechung in Redwood Valley bis etwa 22:30. Wir gaben unsere Gehaltschecks ab und erhielten $5 Taschengeld pro Woche. Freitag nach der Arbeit Busfahrt nach San Francisco. Ärzte, Zahnärzte, Kleidung, alles wurde bereitgestellt. Samstagabend Planungskommission bis 3 Uhr früh.
Wir redeten auch darüber. Wie lange hast du geschlafen? 2 Stunden. Ich? 1,5. Sonntag erst Messe. Gegen 1 fuhren wir die Leute heim nach San Francisco. Und dann ging es wieder zurück nach Redwood Valley. Einmal war ich 6 Tage lang wach, ohne Kaffee oder sonst was. Es änderte sich mit der Zeit, aber zu tun hatte ich immer. Wenn du ständig wach bist, ständig beschäftigt, und wenn du dich schuldig fühlst, weil du dir den Luxus gönnst, mal auszuschlafen, dann hörst du irgendwann auf, selbst zu denken. Also ließ ich Jim Jones für mich denken. Ich glaubte, dass er ohnehin den besseren Plan hatte. Ich habe meine Bürgerrechte an ihn abgetreten, wie viele andere damals auch. Edie? Fingers, are your fingers numb? In your right hand. Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? There was a senior citizen. Da war diese ältere Dame. Wir nannten sie Power, Macht. Er ließ sie während seiner Ansprachen auf die Bühne kommen und dann sagte sie: Der Mann hat Macht. Und dann flippte das Publikum aus. Take your glasses off. Just stare in our face. Now, look at my face. I love you, the people love you, and most importantly, Christ loves you. What do you see? One finger. One finger. Die unglaublichste Wunderheilung war eine alte Dame im Rollstuhl. Jim sagte zu ihr: Liebes, heute ist dein Tag, denn heute wirst du geheilt. Wir werden deine Beine heilen, dann kannst du wieder laufen. Alle im Saal sind vollkommen ausgerastet. Sie ging den Schritt, langsam und zitternd. Sie sagte: Ich fühle es. Darauf er: Ich weiß, jetzt das andere Bein. Wieder ein langsamer, zitternder Schritt. Und jetzt komm her zu mir. Sie machte einzelne Schritte und plötzlich ging sie. Sie ging den Gang entlang. Dann fing sie an zu rennen. Inzwischen rannten alle wild hin und her, sprangen herum und machten einen gewaltigen Lärm. Erst später habe ich erfahren, dass diese Person, bei deren Heilung ich so geweint hatte, eine von Jims Sekretärinnen war. Sie hatte das alles nur vorgespielt. Never shall forget what he's done for me. Oh, what he's done for me. Zu denen, die nicht apostolisch erzogen waren, sagte Jim: Ich weiß, dass euch das alles komisch vorkommt, aber ich will Menschen mit extrem religiösem Hintergrund erreichen. Sie sollen meine Botschaft wirklich aufnehmen. Sie ist für uns alle heute sehr wichtig. Aktivismus. Und dafür muss ich mit jedem auf seiner Ebene sprechen. Er sagte, viele von euch Christen sind völlig auf die Bibel fixiert. Dabei unterdrückt dieses schwarze Buch die Schwarzen seit mindestens 200 Jahren. Ich beweise euch jetzt, dass es keine Macht hat. Er lehnte sich zurück wie ein Footballspieler und warf die Bibel in hohem Bogen weg. Im Saal wurde es plötzlich totenstill.
Er wartete, bis sie auf den Boden aufschlug und sah sich dann nach allen Seiten um. Er sagte, und? Hat mich jetzt ein Blitz erschlagen? Er sagte, ihr solltet lieber an das glauben, was ihr sehen könnt. Wer mich als Freund sieht, dem bin ich ein Freund. Wer mich als Vater sieht, weil er keinen hat, dem bin ich ein Vater. Wer mich als Erlöser sieht, dem bin ich ein Erlöser. Und wer mich als Gott sieht, für den bin ich Gott. Viele Menschen brachten Jim grenzenlose Verehrung entgegen, weil sie glaubten, er habe ihren Krebs geheilt. Andere waren überzeugt, er habe ihren Sohn oder ihre Tochter vor einem Autounfall bewahrt. Es gab viele Gründe, warum die Menschen Jims Taten bewunderten, ihn dafür liebten, sie entschuldigten oder bewusst nicht zur Kenntnis nahmen. Ich war erst seit ein paar Monaten im Tempel und sollte bei einer Veranstaltung in Los Angeles hinter der Bühne irgendetwas holen. Jones kam gerade aus seiner Garderobe und sagte zu mir, "Hallo Tim, na, wie läuft's? Gefällt's dir bei uns?" Ich antwortete, "Ja, super, es ist echt cool." Daraufhin tätschelte er mit der Hand meinen Nacken und sagte, "Wenn du willst, ficke ich dich in den Arsch." Ich stotterte nur, nein, nein. Darauf er, schon gut, kein Problem. Aber wenn dir jemals danach ist, sag's mir einfach, dann machen wir's. Jim sagte, alle Menschen seien homosexuell. Er sei der einzige Hetero auf dem ganzen Planeten. Alle Frauen seien lesbisch und alle Männer schwul. Jedes Interesse an Sex und am anderen Geschlecht sei lediglich Kompensation. Er hat uns allen in seinen Predigten immer wieder erklärt, dass sexuelle Beziehungen sehr egoistisch sind, weil sie uns vom Ziel der Kirche ablenken, nämlich anderen zu helfen. Jim selbst lebte nicht im Zölibat, was den meisten aber erst klar wurde, als sie am eigenen Leib herausfanden, dass er auf der Kanzel ein anderer war als hinter den Kulissen. Eines Abends stand einer von uns Glaubensbrüdern auf und sagte, also ich glaube, jeder, der will, dass Vater ihn von hinten nimmt, sollte erst mal eine Darmspülung machen lassen. Was ist wirklich passiert? Dann tauchte die Frage auf, mit wie vielen er es schon gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob sie logen oder einfach nur zur Gruppe gehören wollten. Jedenfalls hoben überall im Raum Männer die Hand. Ich saß da wie gelähmt und dachte, ist das das Ziel? Steht mir das etwa auch bevor? Ich habe mir aber nichts anmerken lassen und das ganz cool abgetan. Naja, sie haben es eben getan, aber mein Ding ist das nicht. Ich war glücklich mit meiner Frau und weil wir vor lauter Arbeit ohnehin nicht mal zum Schlafen kamen, hatte ich allein mit ihr schon nicht genug Sex. Jims wirkungsvollste Methode, um eigenständige Gedanken zu verhindern, war das unterschwellige Verbot, miteinander zu reden. Ich habe mich immer gefragt, ob ich die Einzige bin, die so empfindet. Und ich habe gelernt, mit niemandem darüber zu sprechen. We had a lady who visited us a week ago here and was speaking to one at the door, and she was a member of a prominent church, a pastor's wife. And she said, I think that the poor should be made to control how many children they bring into the earth. You remember?
some leading scientists say we have to have euthanasia. Oh no. Oh no. Who's going to decide who and when a person's going to die? We must never allow that, because this is the kind of thing that ushers in the terror of a Hitler's Germany. We must not allow these kind of things to enter our consciousness. Mein Vater hat mir erzählt, dass Menschen 60% ihrer Entscheidungen rein emotional treffen. Er wollte, dass ich 60% meiner Entscheidungen aufgrund von Logik, Tatsachen oder Vernunft traf und Emotionen nur als zweitrangigen Faktor berücksichtigte. Er und ich, wir waren beide Fans von Raumschiff Enterprise. Und er sagte immer, entdecke einfach den Vulkanier in dir. Wir feierten Silvester. Es waren etwa 120 Leute da. Jim sprach zunächst von unserer großen Aufgabe und sagte dann, jetzt werden wir an alle Anwesenden Punsch verteilen. Wir tranken alle und dann sagte er, ihr habt gerade Gift getrunken. Lasst uns nun gemeinsam sterben. Einige Frauen schrien, oh nein, mein Baby. Andere saßen nur regungslos da. Plötzlich sagte Jim, ihr habt gar kein Gift getrunken. Er behauptete, er habe nur unsere Loyalität testen wollen, unsere Hingabe für die Sache. Das könne man auf diese Weise feststellen. Es ging natürlich nicht um Loyalität, denn die bewiesen wir ständig. Wir kamen zu den Treffen, saßen da und hörten zu, unterstützten die Sache, arbeiteten dafür. Ich denke, der wahre Grund war wohl eher, dass Jim immer alles proben wollte. Er wollte wissen, ob er die Macht hatte, Menschen nur durch sein Wort zum Selbstmord zu bringen. Ich fand diesen Gedanken sehr erschreckend. Irgendwann wurde Jim Jones klar, dass der Tempel in Ukiah nicht so blühen und gedeihen würde, wie er es sich vorstellte. Er würde nicht die gewünschte Zahl an Mitgliedern anziehen. Und in einer Stadt wie Ukiah konnte er sich auch kaum öffentlich als sozialistischen Gott bezeichnen. In San Francisco geriet Jones dann in eine Art wilde Dauerparty mit vielen neuen Gesichtern und Machtquellen. Die meisten glaubten, dass kleine aktivistische Gruppen wie etwa Nachbarschaftszusammenschlüsse mehr erreichen konnten. Die frühen 60er Jahre waren voller Optimismus gewesen. Man war überzeugt, dass soziale Strömungen die Welt verändern konnten. Aber nach den Mordanschlägen auf Malcolm X, Medgar Evers, Martin Luther King und Robert Kennedy machte sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit. People's Temple sagte, nein, der Traum lebt. Wenn Sie in San Francisco eine Demonstration veranstalten wollten und dafür Leute brauchten, haben Sie Jim Jones angerufen und der kam dann innerhalb von 20 Minuten mit Hunderten von jubelnden Mitgliedern seines Tempels. Wir dachten, wir könnten die Welt verändern und das wollten wir auch tun. Sie waren pünktlich, höflich und zuvorkommend. Sie deckten alle Altersklassen und Rassen ab. Ideal für eine politische Kundgebung. Jeder Politiker leckt sich nach so etwas die Finger. You've managed to make the many persons associated with People's Temple part of a family. If you're in need of health care, you get health care. If you're in need of legal assistance of some sort, you get that. If you're in need of transportation, you get that. And that's the kind of religious thing that I'm excited about and have some respect for.
Als Vizepräsidentenkandidat Walter Mondale San Francisco besuchte, gehörte Jim Jones zu dem Gefolge, das seinen Privatjet betreten durfte. Als Rosalynn Carter nach San Francisco kam, gab sie Jim Jones eine Privataudienz. Jim Jones hatte mehr politische Macht, als sich die meisten vorstellen können. Und Prediger schon gar nicht. Jim Jones sah den People's Temple als progressive Bewegung, die von einer äußeren Macht bedroht wurde, die nicht wollte, dass wir unsere Arbeit fortführten. Und das war die Regierung. Die Regierung infiltrierte, hörte ab und ließ Mordanschläge ausführen. Mal mit, mal ohne Erfolg. Das war damals so. Er lebte in dem Wahn, Opfer eines Mordanschlags zu werden und hatte deshalb extra zwei Leute, die sich im Ernstfall vor ihn werfen und die Kugeln abfangen würden, wie beim Secret Service. In den 70er Jahren veränderte sich Jim. Er nahm ständig Pillen, wegen seiner Nieren, wie er sagte. Und er wurde immer paranoider, unglaublich paranoid. Ständig erhielten wir Drohungen, immer und immer wieder. Das war tatsächlich so. Uns wurde angedroht, dass man uns zerstören würde. Und deshalb mussten wir bei allem sehr wachsam sein, was unsere Bewegung betraf. Dann brannte der Tempel in San Francisco nieder und musste neu errichtet werden. Das Feuer war der Beweis. Sie wollten uns kriegen, und zwar um jeden Preis. Sie würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und deshalb mussten wir umso stärker sein. What about the fact that the Ku Klux Klan has increased 100 times in its membership? Well, not Mississippi, I'm talking about New York State. It's the church's duty to have a place of protection for its people. Im Dezember 1975 flogen 90 von uns nach Guyana, um den Ort zu begutachten, wo unsere neue Gemeinschaft entstand. Dort wurde eine Stadt erbaut, wo wir hinziehen und unsere Kinder aufwachsen lassen konnten. Fernab von der Unterdrückung und dem Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anfangs war Jonestown nur ein Trampelpfad im Regenwald. Vor und hinter uns marschierten Indios mit Macheten. Kilometer landeinwärts errichteten wir eine Dschungelstadt im Niemandsland. Hello family, it's such a joy and great pleasure being here because of Father's love. We are trying to make and we are making a place of refuge for all of you here. There's nothing at all that I have any holdings there. I do not want to go back in any way, shape or form to the States. I love it here and this is the place where all of you are going to be. Bald darauf sahen wir die Filmaufnahmen der ersten Gruppe. Alle wollten dahin, ich auch. Es sah aus, als wäre dort die Freiheit. Now will each of you give a very fond embrace, a salutary kiss of greeting to your neighbor, and let's fill this atmosphere with warmth and love. Wir betrachteten uns als Großfamilie mit eigener Rechtsprechung. Ich war bei vielen Treffen dabei, in denen Menschen geprügelt und geschlagen wurden. Auch ich bekam einmal öffentlich mehrere Ohrfeigen. Die Leute mussten vortreten und verraten, mit wem sie geschlafen hatten und mit wem sie sich zum Abendessen fortgeschlichen hatten. Ich wurde fast jede Woche nach vorne gerufen. Es ging um mein Verhalten, meine Einstellung. Stanley Clayton hieß es. Aufstehen und vortreten.
Jim fragte, was machen wir mit ihm? Wie wäre es mit einem Boxkampf? Das bejubelten dann alle lautstark. Manchmal trat ich gegen 5 Leute hintereinander an. Danach war ich völlig erschöpft. Wenn einer K.O. ging, wurde er mit einem Schwall Wasser aufgeweckt und dann weiter verprügelt. Ich hatte üble Striemen und am Tag darauf sah sie eine meiner Kolleginnen. Ich bin zusammengebrochen und habe ihr alles erzählt. Sie hatte nicht mal gewusst, dass ich zum Tempel gehörte. Sie hat es dann dem Manager gesagt und beide haben mich davon überzeugt, dort wegzugehen. Ich konnte mich nicht mal von meiner Familie verabschieden, weil es zu dem Zeitpunkt schon wie bei der Gestapo war. Alle verrieten sich gegenseitig. Es ist ungefähr so wie bei einer Heirat. Da hast du am Anfang vor lauter Liebe auch eine Idealvorstellung. Nach den Flitterwochen beginnt dann irgendwann der Alltag. Aber deswegen gibst du doch nicht gleich auf. Bei einer Sitzung der Planungskommission erhielt Jim Liebesbriefchen von einer der Teilnehmerinnen. Jones blieb ruhig sitzen und eine andere Frau sagte, warum machst du das? Glaubst du, du hast irgendwas, was er will? Eine dritte Frau mischte sich ein. Du solltest dich ausziehen und ihm zeigen, was du zu bieten hast, nämlich gar nichts. Jones blickte über den Rand seiner Brille und nickte zustimmend. Ja, gute Idee. Sie zog sich völlig nackt aus und stand dann vor uns allen. Keine Schuhe, kein Büstenhalter, kein Höschen, gar nichts. Dann redeten sie darüber, wie ihre Brüste aussahen. Bauch, Hintern, Vagina, einfach alles. Sie sagten, was ihnen einfiel. Sie war knallrot im Gesicht und auch ihr Körper war rot vor Scham und Verlegenheit. Da fiel mir auf, wie Jones sie über den Rand seiner Sonnenbrille ansah. Er lächelte, als würde es ihm einen Riesenspaß machen, wie diese Frau erniedrigt wurde. Ich saß da und dachte, das ist nicht richtig. Aber ich habe nichts dagegen getan. Ich bin nicht aufgestanden und ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Für jemanden, der aus zerrütteten Verhältnissen kommt, ist das alles bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Ich habe das Ganze so locker wie möglich genommen. Wir hatten das Gefühl, dass wir schon so tief drin steckten, dass es ohnehin keinen Ausweg mehr gab. Ich fuhr in Bus 7, Jims Bus. Er setzte sich neben mich. Ich saß da und dachte, seltsam, es riecht hier irgendwie nach Alkohol. Dann beugte er sich zu mir und sagte, weißt du eigentlich, was du mit mir machst? Er sagte, ich solle nachher in seinen privaten Raum in Bus 7 kommen, wo er Bücher hatte, einen Schreibtisch und ein Bett. Als beim nächsten Halt alle ausstiegen, ging ich dort hinein und wartete auf ihn. Schließlich öffnete sich die Tür, er kam herein und ohne ein Wort zu sagen, ließ er seine Hosen herunter und hatte Sex mit mir. Ich lag auf dem Bett, völlig verängstigt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und zitterte am ganzen Leib. Dann sagte er, das ist für dich. Ich tue das für dich, Debbie. "1975, Bürgermeisterwahl in San Francisco. Neben einem konservativen Kandidaten gab es den liberalen George Moscone. Am Wahltag schickte Jones mehrere hundert Leute von Tür zu Tür. Diese Gruppe brachte dir nicht 20 oder 30 Stimmen, sondern gleich 300 oder 400. Moscone gewann mit lediglich 4000 Stimmen Vorsprung. Man kann also durchaus sagen, dass der People's Temple an diesem Wahlsieg einen beträchtlichen Anteil hatte.
Als Belohnung für die Wahl von George Moscone wurde Jim Jones zum Vorsitzenden des städtischen Bauamts ernannt. Mit Jim im Vorsitz wurden diese langweiligen Sitzungen plötzlich interessant, zumal wir alle als Zuschauer kamen. Wir wurden angewiesen, aufzustehen, wenn er den Saal betrat oder verließ, und zu klatschen, wenn er etwas sagte. Alles um ihn herum wirkte gestellt und kontrolliert. Das machte ihn ungewöhnlich, weit abseits der Norm. Und genau das wiederum weckte meine Neugier. Das Problem war, jemanden zu finden, der mir etwas über diese Kirche erzählte. Ich hatte mich mit einigen Abtrünnigen angefreundet und eine von ihnen wollte öffentlich über Jones sprechen. Ich sagte zu ihr, da mache ich mit, du musst das nicht allein tun. Einige Ex-Mitglieder hörten, dass ich für die Zeitschrift New West einen Artikel über den Tempel schreiben wollte und riefen mich an. Einer sagte, Sie haben ja keine Ahnung. Warten Sie, bis ich Ihnen erzähle, was ich durchgemacht habe. Jim setzte bei der Verlegerin durch, dass sie ihm den Artikel vor der Veröffentlichung vorlas. Er saß am Telefon, ich schnitt das Gespräch mit und eine dritte Person hörte auch noch zu. Jim war zunächst nicht klar, dass er sie nicht dazu überreden konnte, noch irgendetwas an dem Artikel zu ändern. Sie fing also an vorzulesen und er sah uns alle an. Es war offensichtlich, dass er mit jedem Wort nervöser wurde und sein Mund wurde immer trockener. Irgendwann begriff er dann endlich, dass dieser Artikel ihm ganz enorm schaden würde. Etwa bei der Hälfte sagte er, wir reisen sofort ab. Und so flogen sie 6 Stunden vor der Veröffentlichung nach Guyana. When Jim Jones decided that there was too much. Als Jim Jones der Druck und der Ärger in San Francisco zu viel wurden, befahl er die Umsiedlung nach Jonestown. Und das passierte praktisch über Nacht. Die Mitglieder wurden zu Flughäfen gebracht. Sie hatten ihre Sachen gepackt und ihr Zuhause verlassen, meist ohne ihre Familien darüber zu informieren, wohin sie gingen oder warum sie das taten. Fred Lewis kam abends nach Hause und musste feststellen, dass seine Frau mit seinen 7 Kindern und all ihren Habseligkeiten nach Guyana geflogen war. Meine Frau war schon über 3 Monate dort und ich konnte es kaum erwarten, zu ihr zu fliegen. Wir sprachen etwa 2x pro Woche über Amateurfunk miteinander. Und endlich sagte Leona Collier zu mir, Eugene, es ist soweit, du gehst. Du kommst zum bewachten Haupttor von Jonestown und du bist total nervös, wenn du in das Dorf hineinfährst. Dann hält der Wagen an und du siehst den hölzernen Weg hinauf zum Pavillon. Du würdest am liebsten loslaufen, aber du versuchst cool zu bleiben. Und kurz vor dem Pavillon kamen sie alle auf mich zu. Meine Frau und meine Mutter, die ich bestimmt 1 Jahr lang nicht gesehen hatte. Ich habe sie umarmt und wusste, jetzt bin ich angekommen und alles wird gut. Everything's gonna be okay now. I had never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. It's overwhelming, it really is. You can't describe it. Es war sehr aufregend. Alles war neu, einzigartig, voller Freude. Und mit der Zeit macht es noch mehr Freude. Es war wunderbar. Wir bauten unser Essen an und machten alles selbst.
What do you think about your friends back down in the state? Do you think they should be here? Well, do you want to share with them this morning? Speak up. I wish I could. Well, can you share do share with them? Would but you do they, it? They won't listen to me. They won't listen to you, huh? Du hattest zwar keinen Besitz mehr, aber Jonestown gehörte dir. Du wurdest ein Teil davon. Als Afroamerikaner warst du Anteilseigner von Jonestown. Du warst direkt beteiligt an der Schaffung einer Utopie. Everybody wants to live together. Why can't we live together? I think that Jim Jones took his group down there because he was afraid to face the publicity and answer the questions here in this country. I don't think that he feels confident having people talk to their relatives. I think the only way he can survive and sustain what he started is to isolate all his followers from this country and from their families. Ehemalige Mitglieder gründeten die besorgten Angehörigen. Wer in der Kirche war, sollte wissen, dass er gehen konnte, dass es eine andere Welt gab und dass Jones zu Unrecht sagte, sie könnten ihn niemals verlassen und würden draußen schlecht behandelt. Die besorgten Angehörigen sorgten für eine offizielle Untersuchung des People's Temple. Sie organisierten Briefkampagnen an Beamte und Kongressabgeordnete und mobilisierten sehr effektiv das Interesse von Regierung und Medien an seinen Machenschaften. He was talking integration, he was talking helping people, he was talking better this and better that. What about now? What's your impression now? My impression now that those are fronts for him, I think he's gone crazy. Wenn Jim Jones nicht da war, lief alles ein wenig lockerer ab. Die Menschen tanzten und sangen, aus den Hütten drang Musik. Aber wenn Jones anwesend war, wurde es sehr finster, fast wie eine dunkle Wolke. In Jonestown gab es überall Lautsprecher, über die ausschließlich Jim zu hören war, und zwar rund um die Uhr. Er nahm sich nämlich selbst auf Band auf und ließ das Ganze dann mitten in der Nacht abspielen. Seine Stimme war allgegenwärtig. United States is calling for the removal of all blacks and Indians, so is England, and want to have their immigrant black Indian population removed in 6 months. Es gab kein Radio, kein Fernsehen, keine Kommunikation mit den Eltern daheim. Nichts, was uns hätte klarmachen können, dass in der Welt draußen viel mehr passierte, als Jim uns erzählte. Wo immer du auch warst, du hast ihn gehört. Du hast ihn nachts im Bett gehört. Du hast ihn auf dem Klo gehört und du hast ihn während der Feldarbeit gehört. Du hast ihn immer gehört. Wir hatten in Jonestown ständig das Gefühl, angegriffen zu werden. Jim sagte, die Lage in den USA würde immer schlimmer. Niemand könne mehr nach Hause. Und nicht nur das, der Feind sei schon auf dem Weg nach Guyana, um alles zu zerstören. Im Verlauf des Sommers 1978 fiel uns allen auf, dass Jims Zustand sich verschlechterte. Seine Lautsprechertiraden wurden zunehmend rauschhafter und irrsinniger. Seine Stimme wurde undeutlich.
Er behauptete, es liege nur daran, dass er die falschen Medikamente bekam. Trotzdem wurde es täglich schlimmer. Jede Nacht kam folgende Durchsage aus dem Lautsprecher. Ich schicke jetzt jemanden zu euch, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Er wird so tun, als wolle er uns verlassen. Aber es ist nur ein Loyalitätstest und ihr müsst diese Person melden. Väter meldeten ihre Söhne, Ehemänner ihre Frauen, Kinder ihre Eltern. Wir konnten einander nicht mehr erzählen, was ablief, denn das wäre bereits verdächtig gewesen. Und über das Fortgehen zu reden, war völlig tabu. Er hatte ein echtes Problem mit Trennungen. Niemand durfte ihn verlassen. Er betrachtete das als Verrat an der Sache und an seiner Person. He said, I really want to get away from him. By Christmas, I will be gone. By Christmas, do you want to be gone? Yeah, well, if by I Christmas, do you want to be gone? By Christmas, do you want to be gone? I would ask you, could I go home to make a trip to see my people? I have the power to send you home by Christmas, but it's not on Transworld Airlines. It's blasphemy. It's blasphemy to talk about going back when you have not been given any approval. Do you want to go home? No. Well, then be seated and shut your mouth and don't be in my face anymore. Kongressmitglied Ryan war einzigartig in der politischen Szene. Er betrachtete die Gesetzgebung völlig pragmatisch und Nein war für ihn keine Antwort. Einmal verbrachte er eine ganze Woche als Häftling im Staatsgefängnis von Folsom, um die dortigen Probleme zu verstehen und danach die Gefängnisreform voranzutreiben. Er schaltete sich ein, weil einige Bürger in San Mateo County sich dem People's Temple angeschlossen hatten und deren Angehörige sich nun an ihn wandten. Sie fragten sich, wo ihre Verwandten hingekommen sein könnten und ob sie dort womöglich gegen ihren Willen festgehalten wurden. Es hieß, sie seien in einem bewachten Lager. Daraufhin sagte Ryan, wissen Sie was, das werde ich selbst herausfinden. Der Besuch von Kongressmitglied Ryan wurde sorgfältig vorbereitet. Zuvor hatte es Diskussionen gegeben, wie damit überhaupt umgegangen werden sollte. Ihn gar nicht erst reinlassen oder ihn und seine Gruppe reinlassen, aber dann alle umbringen. Ich hatte Angst vor dieser Reise und legte eine Kopie von Ryans Testament oben in eine bestimmte Schublade meines Schreibtisches. Für alle Fälle. Wir landeten am späten Nachmittag, etwa gegen 6 Uhr. Dann sahen wir dieses wunderbare Schild. Willkommen in Jonestown. Wir betraten Jonestown. Es war spartanisch. Aber sehr beeindruckend. Natürlich war es beeindruckend. Immerhin hatten sie dieses Dorf dem Dschungel von Guyana abgetrotzt. Sie betrieben Ackerbau, lebten in Hütten, sie hatten ein kleines Krankenhaus und sogar einen Kindergarten. Rice, black-eyed peas, more peas. We have different containers around the place. We couldn't go through all the tremendous inventory they built up. Kool-Aid. Ryan kam an einem Freitagabend und wir bereiteten einen Empfang für ihn vor. Unsere Lieder an diesem Abend sollten zeigen, wer wir waren und worum es uns ging.
Ihre Gemeinschaft sprühte vor Leben. Ich hätte nie gedacht, dass sie 24 Stunden später alle tot sein würden. Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles wunderbar. Wir waren froh darüber, dass es Ryan so gut gefiel. Er war voller Lob für uns. A few conversations I've had with some of the folks here already this evening that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened in their whole life. Unsere Reaktion war spontan. Sie war laut und sie war emotional. Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich in Worte fassen durfte, wie sehr ich an all das glaubte, was wir hier taten. Der Reporter neben mir sagte, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich fühlte mich richtig gut. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ich wollte Ryan einen Zettel zustecken, auf dem stand: Helfen Sie uns hier raus. Als einer der Reporter um die Ecke des Pavillons kam, steckte ich ihm den Zettel in die Armbeuge, aber er fiel herunter. Ich hob ihn auf, gab ihn ihm und sagte, das haben Sie fallen lassen. Ein 9-jähriger Junge hatte das beobachtet und rief weithin hörbar, er hat ihm einen Zettel zugesteckt. Don Harris, der Reporter von NBC, kam zu Ryan und mir und übergab uns zwei Zettel von Leuten, die Jonestown verlassen wollten. Und plötzlich wurde uns klar, dass hier irgendetwas überhaupt nicht in Ordnung war. Am nächsten Morgen war ich der Erste auf den Beinen. Es war ein klarer, sonniger Tag, aber irgendwie auch finster. Ich hatte einfach ein komisches Gefühl. Wir wollten einige Mitglieder befragen, warum sie nicht gehen durften. Are you happy here? Oh, well, I should say I am. I've never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. Some people have said they couldn't leave if they wanted to. Do you think you could? Yeah, if I really wanted to, I'm free to go. If I was really wanted to, I'd be able to free to go. Well, I believe it. I've been here a few days, and I have absolutely no complaints at all. It is really nice here. It is really nice. And I'll be leaving in a couple of weeks, and they could come with me. But they said they didn't want to come. Buchstäblich aus dem Nichts zog ein Sturm auf. Der Himmel wurde schwarz, ein starker Wind und dann sintflutartiger Regen. Mir kam es jedoch eher so vor, als würde das Böse selbst in Jonestown Einzug halten. Um 11:30 Uhr. Edith Parks kam zu Jackie Spare und sagte, ich werde hier gefangen gehalten, ich will nach Hause. Now, do I both understand you to say that you both want to leave Jonestown on this date, November 18, 1978? Die Stimmung kippte schlagartig. Ein Reporter sagte, jetzt haben wir unsere Story. Sie passiert in diesem Moment. Jim Jones wollte mich sprechen. Als erstes sagte er, rede nicht mit den Reportern. Das sind alles Lügner. Seine letzten Worte zu mir waren, du sollst wissen, dass du jederzeit nach Jonestown zurückkommen und deinen Sohn besuchen kannst.
Last night, someone came and passed me this note. He's the one that I'm just talking about. Yeah, this is the man that wants to leave his son here. Doesn't it concern you, though, that this man, for whatever reason, one of the people in your group... People play games, friend. They lie. What can I do about liars? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here can get out of here. We have no problem about getting out of here. They come and go all the time. I don't know what kind of game. People like publicity. Some people do. I don't. But some people like publicity. But if it's so damn bad, why is he leaving his son here? Can you give me a good reason for that? When word got out, als bekannt wurde, dass Leute abreisten, brach plötzlich die Hölle los. All hell broke out. You bring those kids back here! Hold on a second. You bring them back! One second. Don't you touch my kids! More people wanted Immer mehr wollten gehen. Und Jim Jones flehte sie an zu bleiben. Er sagte, ihr könnt nicht fort. Ihr seid mein Volk. Warum wollt ihr weg? Why do you want to leave? Es war für alle eine emotionale Achterbahnfahrt. Jones war im Pavillon und sagte irgendwann, natürlich könnt ihr gehen, wenn ihr wollt. Aber eigentlich meinte er damit, ihr seid Verräter. Ich nahm den Kongressabgeordneten im Pavillon beiseite und sagte zu ihm, Sie sind in höchster Gefahr. Sie müssen sofort weg von hier. Er antwortete, nur keine Sorge, in meiner Gegenwart stehen Sie unter dem Schutz des US-Kongresses. Ich starrte ihn fassungslos an. War er plötzlich schwachsinnig geworden? Abgeordneter Ryan stand mir direkt gegenüber. Ein Tempelmitglied trat weinend und zitternd von hinten an ihn heran, zog plötzlich ein Messer und brüllte, »Du Drecksau, jetzt stirbst du!« Wir rannten auf ihn zu, um ihn abzuhalten. Alle schrien vor Entsetzen. Wir hörten den Tumult im Pavillon. Der Lastwagen hielt an und kurz darauf kam Ryan auf uns zugelaufen. Sein Hemd war voller Blut. Wir Nachrichtenleute hatten Ryan tatsächlich als eine Art Schutzschild betrachtet, als verlängerten Arm der Macht der USA. Aber dieser eine Augenblick hatte uns schlagartig klargemacht, dass hier niemand sicher war. Ich lief zu meiner Hütte. Ich wollte nach meiner Frau und meinem Sohn sehen. Ich umarmte Gloria und sagte, ich glaube, wir werden alle sterben. Sie sah erst mich an und dann unseren Sohn, der auf dem Boden spielte, und meinte, du machst ihm Angst. Ich wollte gerade sagen, dass wir weg müssten, als eine Lautsprecherdurchsage uns aufforderte, zum Pavillon zu kommen. Wir fuhren zurück zum Flugplatz Port Katuma. Plötzlich sahen wir einen Kipplaster, der auf die Startbahn zufuhr. Als er näher kam, erkannten wir die Männer darin. Es waren enge Vertraute von Jim Jones. Sie waren zu dritt, stiegen aus, gingen herum und musterten alle Anwesenden, auch uns, so als ob sie jemanden suchen würden. Sie sagten kein Wort und gingen zum Laster zurück. Dann fuhren sie zu dem Flugzeug, das wir nehmen wollten, und hielten so an, dass sie uns den Weg zum Dschungel versperrten. Im Laster waren weitere Leute versteckt, die in dem Moment das Feuer auf uns eröffneten. Alle rannten Richtung Flugzeug, um hinter dem Fahrwerk in Deckung zu gehen. Ryan lief unter die Tragfläche.
Ich folgte ihm und duckte mich hinter einem der Reifen. Ich lag flach auf dem Asphalt und hörte nichts als Schüsse, pausenlos Schüsse. Dann brüllte plötzlich mein Partner, unser Kameramann: Oh, Scheiße! Er war getroffen worden und setzte sich fassungslos auf. Die Menschen stürzten zu Boden und schrien, wenn sie getroffen wurden. Mich selbst trafen zwei Kugeln: im Arm und im Handgelenk. Direkt rechts neben meinem Kopf gab es plötzlich eine gewaltige Explosion und ich spürte einen schrecklichen Schmerz im Arm und in der Schulter. Ich zitterte, versuchte aber den Schmerz auszuhalten und mich nicht zu bewegen. Ich lag auf der Seite, Kopf am Boden und tat so, als sei ich tot. Dennoch schoss einer aus kürzester Entfernung auf mich. Irgendjemand sagte mir, dass Kongressabgeordneter Ryan tot sei. Aber in dem Moment wusste ich nicht mal, wie lange ich selbst noch am Leben sein würde. Plötzlich wurde nicht mehr geschossen. Wir hörten nur noch den Flugzeugmotor. Wie alle anderen auch gingen wir zum Pavillon. Es war sehr ruhig. Die Stimmung war düster und traurig, aber es war kein Todesmarsch. Er sagte, nun müssen wir gehen. Weg von hier. Einschlafen. Bereitet das Getränk vor. Maria Katsaras flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er sah sie an. Können wir etwas tun, damit es nicht zu bitter schmeckt? Nicht, dass ich wüsste, antwortete sie. Geht es schnell? Fragte er. Darauf sie, ja, schnell schon. An diesem letzten Tag stand Christine Miller auf. Ich will hier nicht sterben. Warum geben wir auf, wofür wir so hart gearbeitet haben? Sie erinnerte Jim Jones daran, dass er unter anderem zugesagt hatte, sie könnten als Alternative zum Tod in Jonestown immer noch alle in die Sowjetunion gehen. Der Streit wurde hitziger und sie wurde niedergebrüllt. Plötzlich sah ich, wie bewaffnete Wachen rund um den Pavillon Posten bezogen, und ich fragte mich noch, woher die vielen Gewehre kamen. Jones stieg vom Podium herunter und sagte, wir müssen das jetzt tun. Und wenn wir es nicht auf diese Weise tun, dann eben so. Sie nahmen Müttern ihre Neugeborenen weg. Ein kleiner Junge namens Thurman kam in den Pavillon gelaufen und rannte mich fast um. Er stürzte zu Boden und bekam plötzlich Krämpfe. Hurry, hurry, my children, hurry.
All right, they just stop falling in the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry. Ich hob ihn hoch. Und noch während ich ihn aus dem Pavillon herausbrachte, starb dieses Kind in meinen Armen. Ich spürte, wie das Leben aus seinem Körper entwich. Erst in diesem Moment wurde mir richtig klar, dass diese ganze Scheiße gerade tatsächlich passierte. Ich habe es nie Selbstmord genannt und werde es auch niemals tun. Der Kerl hat uns umgebracht. Ich näherte mich dem Pavillon und sah am Boden eine Frau namens Rosie, die weinend ihr totes Baby im Arm hielt. Weitere 8 oder 9 Menschen waren bereits tot oder lagen im Sterben. Als ich drin war, wollte ich nur, dass es aufhört. Lasst mich ein wenig Luft holen. Ich will verstehen, was hier eigentlich vor sich geht. Ich sah nach rechts zu meiner Frau. Sie hatte unseren Sohn im Arm, dem gerade das Gift eingeflößt wurde. Mein Sohn war tot und hatte Schaum vor dem Mund. Das ist bei Zyankali so. Meine Frau hielt unseren toten Sohn, während sie in meinen Armen starb. Ich sagte, ich liebe dich. Mehr konnte ich nicht sagen. Meine Frau kam auf mich zu, ohne Tränen in den Augen, aber wie betäubt. Sie sagte, Mutter, Großmutter, Schwester, Hund, alle tot. Leg mich nachher einfach neben meine Großmutter. Sie ging zu diesem Todesfass mit Kool-Aid, trank ohne zu zögern und bat mich dann, sie einfach nur festzuhalten. Also hielt ich sie fest. Sie starb in meinen Armen. Dieser Augenblick, in dem sie mir sagte, ich solle sie neben ihre Großmutter legen, in diesem Moment wusste ich, dass ich keinen Grund mehr hatte zu bleiben. Wir wurden hingerichtet. Ohne jede Würde. Mit revolutionärem Selbstmord oder der Bekräftigung eines Standpunkts hatte das nichts zu tun. Es war einfach nur ein sinnloser Verlust. Wer immer diese Zeilen findet, der möge alle Tonbänder und Dokumente zusammentragen. Die Geschichte dieser Bewegung und diese letzte Tat müssen immer und immer wieder öffentlich gemacht werden. Wir wollten nicht, dass es so endet. Wir wollten leben und leuchten und Licht in diese Welt bringen, die langsam stirbt, weil es ihr an Liebe fehlt. Ich habe niemals an den Himmel geglaubt, aber wenn ich in Guyana den Sonnenaufgang sah, glaubte ich an den Himmel auf Erden. Jetzt nicht mehr. Es ist still, jetzt, wo wir diese Welt verlassen. Der Himmel ist grau. Menschen gehen langsam vorbei und trinken die bittere Flüssigkeit. Noch viele müssen trinken. Es macht mich traurig, dass es nicht funktioniert hat, weil es am Anfang so wunderbar zu sein schien. Ich habe an diesem 18. November nicht nur meine Kinder verloren, sondern auch eine sehr große Familie. Ein kleines Kätzchen sitzt neben mir und sieht mich an. Ein Hund bellt. Vögel setzen sich auf die Telefonleitung.
Alle Geschichten rund um diesen Tempel müssen erzählt werden. Wir wollten etwas verändern. Eine Schande, dass nichts daraus wurde. Vielleicht wird es niemals klappen. Wir haben es wenigstens versucht. Wir haben nicht darauf gewartet, dass es jemand anderer tut. Wir haben es selbst versucht. Stimmt, es war ein Fehlschlag und ein sehr tragischer noch dazu. Aber wir haben es wenigstens versucht. Wenn niemand es versteht, so ist das ohne Belang. Ich bin jetzt bereit für den Tod. Die Dunkelheit senkt sich auf Jonestown, an seinem letzten Tag auf dieser Erde. Ich hatte nie von Jonestown geträumt, bis dann eines Nachts dieser Traum kam. Ich gehe durch Jonestown und sehe dort, als ich nach links blicke, meinen Sohn stehen, in einem Seesack. Und gerade als ich die Hand ausstrecken will, um seinen Kopf zu streicheln, zieht er den Sack nach oben. Dann fällt der Sack in sich zusammen und mein Sohn ist fort. Jim Jones sah den People's Temple als progressive Bewegung, die von einer äußeren Macht bedroht wurde, die nicht wollte, dass wir unsere Arbeit fortführten. Und das war die Regierung. Die Regierung infiltrierte, hörte ab und ließ Mordanschläge ausführen. Mal mit, mal ohne Erfolg. Das war damals so. Er lebte in dem Wahn, Opfer eines Mordanschlags zu werden und hatte deshalb extra zwei Leute, die sich im Ernstfall vor ihn werfen und die Kugeln abfangen würden, wie beim Secret Service. In den 70er Jahren veränderte sich Jim. Er nahm ständig Pillen, wegen seiner Nieren, wie er sagte. Und er wurde immer paranoider, unglaublich paranoid.
Ständig erhielten wir Drohungen, immer und immer wieder. Das war tatsächlich so. Uns wurde angedroht, dass man uns zerstören würde. Und deshalb mussten wir bei allem sehr wachsam sein, was unsere Bewegung betraf. Dann brannte der Tempel in San Francisco nieder und musste neu errichtet werden. Das Feuer war der Beweis. Sie wollten uns kriegen, und zwar um jeden Preis. Sie würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und deshalb mussten wir umso stärker sein. What about the fact that the Ku Klux Klan has increased 100 times in its membership? Where? Not Mississippi, I'm talking about New York State. It's the church's duty to have a place of protection for its people. Im Dezember 1975 flogen 90 von uns nach Guyana, um den Ort zu begutachten, wo unsere neue Gemeinschaft entstand. Dort wurde eine Stadt erbaut, wo wir hinziehen und unsere Kinder aufwachsen lassen konnten. Fernab von der Unterdrückung und dem Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anfangs war Jonestown nur ein Trampelpfad im Regenwald. Vor und hinter uns marschierten Indios mit Macheten. »450 Kilometer landeinwärts errichteten wir eine Dschungelstadt im Niemandsland.« »Hello, family. It's such a joy and great pleasure being here because of Father's love. We are trying to make and we are making a place of refuge for all of you.« Als Ellen Carter nach San Francisco kam, gab sie Jim Jones eine Privataudienz. Jim Jones hatte mehr politische Macht, als sich die meisten vorstellen können. Und Prediger schon gar nicht. Jim Jones sah den People's Temple als progressive Bewegung, die von einer äußeren Macht bedroht wurde, die nicht wollte, dass wir unsere Arbeit fortführten. Und das war die Regierung. Die Regierung infiltrierte, hörte ab und ließ Mordanschläge ausführen. Mal mit, mal ohne Erfolg. Das war damals so. Er lebte in dem Wahn, Opfer eines Mordanschlags zu werden und hatte deshalb extra zwei Leute, die sich im Ernstfall vor ihn werfen und die Kugeln abfangen würden, wie beim Secret Service. In den 70er Jahren veränderte sich Jim. Er nahm ständig Pillen, wegen seiner Nieren, wie er sagte. Und er wurde immer paranoider, unglaublich paranoid. Ständig erhielten wir Drohungen, immer und immer wieder. Das war tatsächlich so. Uns wurde angedroht, dass man uns zerstören würde. Und deshalb mussten wir bei allem sehr wachsam sein, was unsere Bewegung betraf. Dann brannte der Tempel in San Francisco nieder und musste neu errichtet werden. Das Feuer war der Beweis. Sie wollten uns kriegen, und zwar um jeden Preis. Sie würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und deshalb mussten wir umso stärker sein. What about the fact that the Ku Klux Klan has increased 100 times in its membership? Where? Not Mississippi, I'm talking about New York State. It's the church's duty to have a place of protection for its people. Im Dezember 1975 flogen 90 von uns nach Guyana, um den Ort zu begutachten, wo unsere neue Gemeinschaft entstand. Dort wurde eine Stadt erbaut, wo wir hinziehen und unsere Kinder aufwachsen lassen konnten. Fernab von der Unterdrückung und dem Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anfangs war Jonestown nur ein Trampelpfad im Regenwald.
Vor und hinter uns marschierten Indios mit Macheten. Es gab kein Radio, kein Fernsehen, keine Kommunikation mit den Eltern daheim, nichts, was uns hätte klarmachen können, dass in der Welt draußen viel mehr passierte, als Jim uns erzählte. Wo immer du auch warst, du hast ihn gehört. Du hast ihn nachts im Bett gehört. Du hast ihn auf dem Klo gehört. Und du hast ihn während der Feldarbeit gehört. Du hast ihn immer gehört. Wir hatten in Jonestown ständig das Gefühl, angegriffen zu werden. Jim sagte, die Lage in den USA würde immer schlimmer. Niemand könne mehr nach Hause. Und nicht nur das, der Feind sei schon auf dem Weg nach Guyana, um alles zu zerstören. Im Verlauf des Sommers 1978 fiel uns allen auf, dass Jims Zustand sich verschlechterte. Seine Lautsprechertiraden wurden zunehmend rauschhafter und irrsinniger. Seine Stimme wurde undeutlich. Er behauptete, es liege nur daran, dass er die falschen Medikamente bekam. Trotzdem wurde es täglich schlimmer. Jede Nacht kam folgende Durchsage aus dem Lautsprecher. Ich schicke jetzt jemanden zu euch, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Er wird so tun, als wolle er uns verlassen. Aber es ist nur ein Loyalitätstest und ihr müsst diese Person melden. Väter meldeten ihre Söhne, Ehemänner ihre Frauen, Kinder ihre Eltern. Wir konnten einander nicht mehr erzählen, was ablief, denn das wäre bereits verdächtig gewesen. Und über das Fortgehen zu reden, war völlig tabu. Er hatte ein echtes Problem mit Trennungen. Niemand durfte ihn verlassen. Er betrachtete das als Verrat an der Sache und an seiner Person. Er sagte, und? Hat mich jetzt ein Blitz erschlagen? Er sagte, ihr solltet lieber an das glauben, was ihr sehen könnt. Wer mich als Freund sieht, dem bin ich ein Freund. Wer mich als Vater sieht, weil er keinen hat, dem bin ich ein Vater. Wer mich als Erlöser sieht, dem bin ich ein Erlöser. Und wer mich als Gott sieht, für den bin ich Gott. Viele Menschen brachten Jim grenzenlose Verehrung entgegen, weil sie glaubten, er habe ihren Krebs geheilt. Andere waren überzeugt, er habe ihren Sohn oder ihre Tochter vor einem Autounfall bewahrt. Es gab viele Gründe, warum die Menschen Jims Taten bewunderten, ihn dafür liebten, sie entschuldigten oder bewusst nicht zur Kenntnis nahmen. I had been in the temple for just a few months.
Ich war erst seit ein paar Monaten im Tempel und sollte bei einer Veranstaltung in Los Angeles hinter der Bühne irgendetwas holen. Jones kam gerade aus seiner Garderobe und sagte zu mir, "Hallo Tim, na, wie läuft's? Gefällt's dir bei uns?" Ich antwortete, "Ja, super, es ist echt cool." Daraufhin tätschelte er mit der Hand meinen Nacken und sagte, "Wenn du willst, ficke ich dich in den Arsch." Ich stotterte nur, "Nein, nein." Darauf er, "Schon gut, kein Problem. Aber wenn dir jemals danach ist, sag's mir einfach, dann machen wir's." Jim sagte, alle Menschen seien homosexuell. Er sei der einzige Hetero auf dem ganzen Planeten. Alle Frauen seien lesbisch und alle Männer schwul. Jedes Interesse an Sex und am anderen Geschlecht sei lediglich Kompensation. Er hat uns allen in seinen Predigten immer wieder erklärt, dass sexuelle Beziehungen sehr egoistisch sind, weil sie uns vom Ziel der Kirche ablenken, nämlich anderen zu helfen. Als Rosalynn Carter nach San Francisco kam, gab sie Jim Jones eine Privataudienz. Jim Jones hatte mehr politische Macht, als sich die meisten vorstellen können. Und Prediger schon gar nicht. Jim Jones sah den People's Temple als progressive Bewegung, die von einer äußeren Macht bedroht wurde, die nicht wollte, dass wir unsere Arbeit fortführten. Und das war die Regierung. Die Regierung infiltrierte, hörte ab und ließ Mordanschläge ausführen. Mal mit, mal ohne Erfolg. Das war damals so. Er lebte in dem Wahn, Opfer eines Mordanschlags zu werden und hatte deshalb extra zwei Leute, die sich im Ernstfall vor ihn werfen und die Kugeln abfangen würden. Wie beim Secret Service. In den 70er Jahren veränderte sich Jim. Er nahm ständig Pillen, wegen seiner Nieren, wie er sagte. Und er wurde immer paranoider, unglaublich paranoid. Ständig erhielten wir Drohungen, immer und immer wieder. Das war tatsächlich so. Uns wurde angedroht, dass man uns zerstören würde. Und deshalb mussten wir bei allem sehr wachsam sein, was unsere Bewegung betraf. Dann brannte der Tempel in San Francisco nieder und musste neu errichtet werden. Das Feuer war der Beweis. Sie wollten uns kriegen, und zwar um jeden Preis. Sie würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und deshalb mussten wir umso stärker sein. What about the fact that the Ku Klux Klan has increased 100 times in its membership? Where? Not Mississippi, I'm talking about New York State. It's the church's duty to have a place of protection for its people. Im Dezember 1975 flogen 90 von uns nach Guyana, um den Ort zu begutachten, wo unsere neue Gemeinschaft entstand. Dort wurde eine Stadt erbaut, wo wir hinziehen und unsere Kinder aufwachsen lassen konnten. Fernab von der Unterdrückung und dem Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anfangs war Jonestown nur ein Trampelpfad im Regenwald. Vor und hinter uns marschierten Indios mit Macheten. Der wahre Grund war wohl eher, dass Jim immer alles proben wollte. Er wollte wissen, ob er die Macht hatte, Menschen nur durch sein Wort zum Selbstmord zu bringen. Ich fand diesen Gedanken sehr erschreckend. Irgendwann wurde Jim Jones klar, dass der Tempel in Ukiah nicht so blühen und gedeihen würde, wie er es sich vorstellte.
Er würde nicht die gewünschte Zahl an Mitgliedern anziehen. Und in einer Stadt wie Ukiah konnte er sich auch kaum öffentlich als sozialistischen Gott bezeichnen. In San Francisco geriet Jones dann in eine Art wilde Dauerparty mit vielen neuen Gesichtern und Machtquellen. Die meisten glaubten, dass kleine aktivistische Gruppen wie etwa Nachbarschaftszusammenschlüsse mehr erreichen konnten. Die frühen 60er Jahre waren voller Optimismus gewesen. Man war überzeugt, dass soziale Strömungen die Welt verändern konnten. Aber nach den Mordanschlägen auf Malcolm X, Medgar Evers, Martin Luther King und Robert Kennedy machte sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit. People's Temple sagte, nein, der Traum lebt. Wenn Sie in San Francisco eine Demonstration veranstalten wollten und dafür Leute brauchten, haben Sie Jim Jones angerufen und der kam dann innerhalb von 20 Minuten mit Hunderten von jubelnden Mitgliedern seines Tempels. Wir dachten, wir könnten die Welt verändern und das wollten wir auch tun. Sie waren pünktlich, höflich und zuvorkommend. Sie deckten alle Altersklassen und Rassen ab. Ideal für eine politische Kundgebung. Jeder Politiker leckt sich nach so etwas die Finger. Als Vizepräsidentenkandidat Walter Mondale San Francisco besuchte, gehörte Jim Jones zu dem Gefolge, das seinen Privatjet betreten durfte. Dann brannte der Tempel in San Francisco nieder und musste neu errichtet werden. Das Feuer war der Beweis. Sie wollten uns kriegen, und zwar um jeden Preis. Sie würden alles tun, um uns aufzuhalten. Und deshalb mussten wir umso stärker sein. What about the fact that the Ku Klux Klan has increased 100 times in its membership? Where? Not Mississippi, I'm talking about New York State. It's the church's duty to have a place of protection for its people. Im Dezember 1975 flogen 90 von uns nach Guyana, um den Ort zu begutachten, wo unsere neue Gemeinschaft entstand. Dort wurde eine Stadt erbaut, wo wir hinziehen und unsere Kinder aufwachsen lassen konnten. Fernab von der Unterdrückung und dem Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anfangs war Jonestown nur ein Trampelpfad im Regenwald. Vor und hinter uns marschierten Indios mit Macheten. Kilometer landeinwärts errichteten wir eine Dschungelstadt im Niemandsland. Hello family, it's such a joy and great pleasure being here because of Father's love. We are trying to make and we are making a place of refuge for all of you here. There's nothing at all that I have any holdings there. I do not want to go back in any way, shape or form to the States. I love it here and this is the place where all of you are going to be. Bald darauf sahen wir die Filmaufnahmen der ersten Gruppe. Alle wollten dahin, ich auch. Es sah aus, als wäre dort die Freiheit. Now will each of you give a very fond embrace, a salutary kiss of greeting to your neighbor.
let's fill this atmosphere with warmth and love. Wir betrachteten uns als Großfamilie mit eigener Rechtsprechung. Ich war bei vielen Treffen dabei, in denen Menschen geprügelt und geschlagen wurden. Auch ich bekam einmal öffentlich mehrere Ohrfeigen. Die Leute mussten vor, war ein Weißer. Aber der Ablauf der Gottesdienste, die starke Betonung des sozialen Aspekts, die Mitgliedschaft, all das war genauso wie in einer schwarzen Kirche. Er redete wie ein Schwarzer, weil er durch seine Zeit in Lynn genau wusste, wie es ist, nicht dazuzugehören. Die Menschen hörten Jim zu, aber dass er weiß war, spielte überhaupt keine Rolle. Jim war für sie nicht weiß, er war einfach nur ihr Prediger. Es schlossen sich immer mehr ältere Menschen an. Und nach etwa einem Jahr überzeugte er viele davon, dass es angesichts seiner Gemeindearbeit sinnvoll wäre, wenn sie seiner Kirche nicht nur 20% ihres Einkommens geben würden, sondern alles. Und dazu noch den Verkaufserlös ihrer Häuser. Und sie haben das getan. Now in this church, what have we done in a short time? We have 4 senior citizen homes that are the most innovating, the most beautiful you want to see. Sie bekamen eigene Zimmer, Essen, alles, was sie brauchten. Sie wurden richtig umsorgt. Sie gaben ihr gesamtes Erspartes der Kirche und wurden dafür betreut, aber nicht in einem Altersheim, sondern inmitten der Gemeinde. Irgendwann gab es im Tempel so viel zu tun, dass einige es als Vollzeitarbeit machten. Vollzeit im Tempel hieß etwa 20 Stunden pro Tag. Meine Woche, Montag normaler Job bis 5, danach Büroarbeit. Organisation der Altersheime, Pflege der Tiere, Redaktion der Veröffentlichungen, jeder hatte zu tun. Mittwochabend Besprechung in Redwood Valley bis etwa 22:30. Wir gaben unsere Gehaltschecks ab und erhielten $5 Taschengeld pro Woche. Freitag nach der Arbeit Busfahrt nach San Francisco. Ärzte, Zahnärzte, Kleidung, alles wurde bereitgestellt. Samstagabend Planungskommission bis 3 Uhr früh. Wir redeten auch darüber. Wie lange hast du geschlafen? 2 Stunden. Ich 1,5. Sonntag erst Messe. Gegen 1 fuhren wir die Leute heim nach San Francisco. Und dann ging es wieder zurück nach Redwood Valley. Einmal war ich 6 Tage lang wach, ohne Kaffee oder sonst was. Es änderte sich mit der Zeit, aber zu tun. What do you see? One finger. One finger. One of the most incredible. Die unglaublichste Wunderheilung war eine alte Dame im Rollstuhl. Jim sagte zu ihr: Liebes, heute ist dein Tag, denn heute wirst du geheilt. Wir werden deine Beine heilen, dann kannst du wieder laufen. Alle im Saal sind vollkommen ausgerastet. Sie ging den Schritt, langsam und zitternd. Sie sagte, ich fühle es. Darauf er, ich weiß, jetzt das andere Bein. Wieder ein langsamer, zitternder Schritt. Und jetzt komm her zu mir. Sie machte einzelne Schritte und plötzlich ging sie. Sie ging den Gang entlang. Dann fing sie an zu rennen. Inzwischen rannten alle wild hin und her, sprangen herum und machten einen gewaltigen Lärm.
Erst später habe ich erfahren, dass diese Person, bei deren Heilung ich so geweint hatte, eine von Jims Sekretärinnen war. Sie hatte das alles nur vorgespielt. Never shall forget what he's done for me. Oh, what he's done for me. Zu denen, die nicht apostolisch erzogen waren, sagte Jim: Ich weiß, dass euch das alles komisch vorkommt, aber ich will Menschen mit extrem religiösem Hintergrund erreichen. Sie sollen meine Botschaft wirklich aufnehmen. Sie ist für uns alle heute sehr wichtig. Aktivismus. Und dafür muss ich mit jedem auf seiner Ebene sprechen. Er sagte, viele von euch Christen sind völlig auf die Bibel fixiert. Dabei unterdrückt dieses schwarze Buch die Schwarzen seit mindestens 200 Jahren. Ich beweise euch jetzt, dass es keine Macht hat. Er lehnte sich zurück wie ein Footballspieler und warf die Bibel in hohem Bogen weg. Im Saal wurde es plötzlich totenstill. Er wartete, bis sie auf den Boden aufschlug und sah sich dann nach allen Seiten. Und mit den Eltern daheim. Nichts, was uns hätte klarmachen können, dass in der Welt draußen viel mehr passierte, als Jim uns erzählte. I make my stand clear. Give us our liberty or give us our death. No matter where you were. Wo immer du auch warst, du hast ihn gehört. Du hast ihn nachts im Bett gehört. Du hast ihn auf dem Klo gehört. Und du hast ihn während der Feldarbeit gehört. Du hast ihn immer gehört. Wir hatten in Jonestown ständig das Gefühl, angegriffen zu werden. Jim sagte, die Lage in den USA würde immer schlimmer. Niemand könne mehr nach Hause. Und nicht nur das, der Feind sei schon auf dem Weg nach Guyana, um alles zu zerstören. Im Verlauf des Sommers 1978 fiel uns allen auf, dass Jims Zustand sich verschlechterte. Seine Lautsprechertiraden wurden zunehmend rauschhafter und irrsinniger. Seine Stimme wurde undeutlich. Er behauptete, es liege nur daran, dass er die falschen Medikamente bekam. Trotzdem wurde es täglich schlimmer. Jede Nacht kam folgende Durchsage aus dem Lautsprecher: Ich schicke jetzt jemanden zu euch, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Er wird so tun, als wolle er uns verlassen. Aber es ist nur ein Loyalitätstest und ihr müsst diese Person melden. Väter meldeten ihre Söhne, Ehemänner ihre Frauen, Kinder ihre Eltern. Wir konnten einander nicht mehr erzählen, was ablief, denn das wäre bereits verdächtig gewesen. Und über das Fortgehen zu reden, war völlig tabu. Er hatte ein echtes Problem mit Trennungen. Niemand durfte ihn verlassen. Er betrachtete das als Verrat an der Sache und an seiner Person. He said, I really want to get away from him. By Christmas, I will be gone. By Christmas, do you want to be gone? Yeah, well, by Christmas, do you want to be gone? By Christmas, do you want to be gone? I would ask you, could I go home to make a trip to see my people? I have the power. Fahrwerk in Deckung zu gehen. Ryan lief unter die Tragfläche. Ich folgte ihm und duckte mich hinter einem der Reifen. Ich lag flach auf dem Asphalt und hörte nichts als Schüsse, pausenlos Schüsse. Dann brüllte plötzlich mein Partner, unser Kameramann: Oh, Scheiße! Er war getroffen worden und setzte sich fassungslos auf.
Die Menschen stürzten zu Boden und schrien, wenn sie getroffen wurden. Mich selbst trafen zwei Kugeln. Im Arm und im Handgelenk. Direkt rechts neben meinem Kopf gab es plötzlich eine gewaltige Explosion und ich spürte einen schrecklichen Schmerz im Arm und in der Schulter. Ich zitterte, versuchte aber den Schmerz auszuhalten und mich nicht zu bewegen. Ich lag auf der Seite, Kopf am Boden und tat so, als sei ich tot. Dennoch schoss einer aus kürzester Entfernung auf mich. Irgendjemand sagte mir, dass Kongressabgeordneter Ryan tot sei. Aber in dem Moment wusste ich nicht mal, wie lange ich selbst noch am Leben sein würde. Plötzlich wurde nicht mehr geschossen. Wir hörten nur noch den Flugzeugmotor. Wie alle anderen auch gingen wir zum Pavillon. Es war sehr ruhig. Die Stimmung war düster und traurig, aber es war kein Todesmarsch. Er sagte, nun müssen wir gehen. Weg von hier. Einschlafen. Bereitet das Getränk vor. Maria Katsaras flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er sah sie an. Können wir etwas tun, damit es nicht zu bitter schmeckt? Nicht, dass ich wüsste, antwortete sie. Geht es schnell? Fragte er. Darauf sie, ja, schnell schon. Die Fahrt nach Kalifornien hat Spaß gemacht. 12 bis 15 Autos fuhren quer durch die Vereinigten Staaten. Wir hatten die Reise angetreten. Keiner konnte sich auch nur vorstellen, wie es am Ziel aussehen würde. Es ging nach Kalifornien. Unsere neue Welt. Als ich Redwood Valley zum ersten Mal sah, traute ich meinen Augen kaum. Es war das reinste Paradies, ländlich, grün, überall Weintrauben. Ich habe mich sofort in den Ort verliebt. Ich war sicher, das Leben hier würde perfekt sein. Professional down to the ordinary field worker, field labor. Really, it's beautiful to see that all these divisions have been broken down, not only race, but any differences of economic position. The focus of Jim's message. Der Kern von Jims Botschaft stammte aus der Bibel. Jesus hat in seinen Anfängen die Menschen dazu aufgerufen, ihren gesamten Besitz zu verkaufen, weil alles der Gemeinschaft gehört. Jesus Christ had the most revolutionary teachings to be said, in the sense that he said to feed the hungry, clothe the naked, take in the stranger, minister to those, the widows and afflicted in their suffering. And we feel that no one really tried Christianity too effectively, or the Judeo-Christian tradition. Die Mitgliederzahl nahm ständig zu. Jim kaufte immer mehr Busse, ließ sie instand setzen und ging damit jeden Sommer auf eine Art Tournee quer durchs ganze Land. Ziel dieser Busfahrten war die Verbreitung von Jims Ansichten über den Sozialismus, die Welt und wie man ein besseres ganzheitliches Leben führt. Aber eigentlich ging es wohl eher darum, mehr Mitglieder für den Tempel zu gewinnen. Die
Ich hatte beschlossen, nicht nach Vietnam zu gehen und überlegte, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich hörte, dass Jim Jones nach Philadelphia an die Benjamin Franklin High School kam und ging hin an einem Mittwochabend. Ich war tief beeindruckt, dass seine Gruppe gemischtrassig war und so glücklich wirkte. Wir trugen alle Anzug und Krawatte und sahen richtig gut aus. Ich betrat den Tempel in San Francisco und fühlte mich sofort zu Hause. Ich gehörte damals zu der Sorte Jungs, die Drogen nahmen. Außerdem war ich Alkoholiker. Die Menschen dort waren ungefähr in meinem Alter und sie waren alle clean. Before I came here, I was taking LSD, marijuana, every type of dope you can imagine. Without our pastor Jim Jones to teach me the right way, I would not be in college right now. Und das fand ich richtig gut. Thank you very much. Thank you. Alle Rassen waren vertreten, auch im Chor, und sie sangen dieses Lied. Never heard a man speak like this man before. Never heard a man speak like this man before. All the days of my life, ever since I've been born, I never heard a man speak like this man before. Danach war die Stimmung am Kochen. Die Gottesdienste im People's Temple waren voller Leben. Sie hatten Seele und Kraft. Wir spürten, dass wir wirklich am Leben waren. Ich sprang auf und ab und klatschte in die Hände. Jeder Fremde ohne Vorwissen hielt das alles bestimmt für einen ganz normalen, altmodischen Gottesdienst. Wenn Jones dann auftrat und seine Predigt hielt, waren alle schon in der richtigen Stimmung. I represent divine principle. Total equality, a society where people own all things in common, where there is no rich or poor, where there are no races, wherever there's people struggling for justice and righteousness, there I am, and there I am involved. Er sprach aus, was uns auf dem Herzen lag, dass sich die Regierung nicht um die Menschen kümmerte und dass es zu viele Arme gab, auch Kinder. The world is like a human family. The little child may not be able to go and draw a paycheck, but the father guarantees the child care. The grandmother may not be able to work anymore, but the father and mother guarantees her the right to live. Jeder Einzelne hatte das Gefühl, eine Aufgabe zu haben und etwas Besonderes zu sein. Genau deshalb kamen viele junge College-Studenten, ältere schwarze Frauen. Nicht weiß, er war einfach nur ihr Prediger. Es schlossen sich immer mehr ältere Menschen an. Und nach etwa einem Jahr überzeugte er viele davon, dass es angesichts seiner Gemeindearbeit sinnvoll wäre, wenn sie seiner Kirche nicht nur 20% ihres Einkommens geben würden, sondern alles. Und dazu noch den Verkaufserlös ihrer Häuser. Und sie haben das getan. Now in this church, what have we done in a short time? We have 4 senior citizen homes that are the most innovating, the most beautiful you want to see. Sie bekamen eigene Zimmer, Essen, alles, was sie brauchten. Sie wurden richtig umsorgt. Now my home is stone block and there's not a piece of new furniture in it, but our senior citizen homes, they're elegant. And that's beautiful. Sie gaben ihr gesamtes Erspartes der Kirche und wurden dafür betreut, aber nicht in einem Altersheim, sondern inmitten der Gemeinde. Irgendwann gab es im Tempel so viel zu tun, dass einige es als Vollzeitarbeit machten. Vollzeit im Tempel hieß etwa 20 Stunden pro Tag.
Meine Woche. Montag normaler Job bis 5, danach Büroarbeit. Organisation der Altersheime, Pflege der Tiere, Redaktion der Veröffentlichungen. Jeder hatte zu tun. Mittwochabend Besprechung in Redwood Valley bis etwa 22:30. Wir gaben unsere Gehaltschecks ab und erhielten $5 Taschengeld pro Woche. Freitag nach der Arbeit Busfahrt nach San Francisco. Ärzte, Zahnärzte, Kleidung, alles wurde bereitgestellt. Samstagabend Planungskommission bis 3 Uhr früh. Wir redeten auch darüber. Wie lange hast du geschlafen? 2 Stunden. Ich 1,5. Sonntag erst Messe. Gegen 1 fuhren wir die Leute heim nach San Francisco. Und dann ging's wieder zurück nach Redwood Valley. Einmal war ich 6 Tage lang wach, ohne Kaffee oder sonst was. Es änderte sich mit der Zeit, aber zu tun hatte ich immer. Wenn du ständig wach bist, ständig beschäftigt und wenn du dich schuldig fühlst, weil du dir den Luxus gönnst, mal auszuschlafen, dann hörst du irgendwann auf, selbst zu denken. Also ließ ich Jim Jones für mich denken. Ich glaubte, dass er ohnehin den besseren Plan hatte. Ich habe meine Bürgerrechte an ihn abgetreten, wie viele andere damals auch. Gruppe gehören wollten. Jedenfalls hoben überall im Raum Männer die Hand. Ich saß da wie gelähmt und dachte, ist das das Ziel? Steht mir das etwa auch bevor? Ich habe mir aber nichts anmerken lassen und das ganz cool abgetan. Naja, sie haben es eben getan, aber mein Ding ist das nicht. Ich war glücklich mit meiner Frau und weil wir vor lauter Arbeit ohnehin nicht mal zum Schlafen kamen, hatte ich allein mit ihr schon nicht genug Sex. Jims wirkungsvollste Methode, um eigenständige Gedanken zu verhindern, war das unterschwellige Verbot, miteinander zu reden. Ich habe mich immer gefragt, ob ich die Einzige bin, die so empfindet. Und ich habe gelernt, mit niemandem darüber zu sprechen. We had a lady who visited us a week ago here and was speaking to one at the door, and she was a member of a prominent church, a pastor's wife, and she said, I think that the poor should be made to control how many children they bring into the earth. You remember? Some leading scientists say, we have to have euthanasia. Oh, no. Oh, no. Who's going to decide who and when a person's going to die? We must never allow that, because this is the kind of thing that ushers in the terror of a Hitler's Germany. We must not allow these kind of things to enter our consciousness. Mein Vater hat mir erzählt, dass Menschen 60% ihrer Entscheidungen rein emotional treffen. Er wollte, dass ich 60% meiner Entscheidungen aufgrund von Logik, Tatsachen oder Vernunft traf und Emotionen nur als zweitrangigen Faktor berücksichtigte. Er und ich, wir waren beide Fans von Raumschiff Enterprise. Und er sagte immer, entdecke einfach den Vulkanier in dir. Wir feierten Silvester. Es waren etwa 120 Leute da. Jim sprach zunächst von unserer großen Aufgabe und sagte dann, jetzt werden wir an alle Anwesenden Punsch verteilen. Wir tranken alle und dann sagte er, ihr habt gerade Gift getrunken. Lasst uns nun gemeinsam sterben. Einige Frauen schrien, oh nein, mein Baby. Andere saßen nur regungslos da. Plötzlich sagte Jim, ihr habt gar kein Gift getrunken. Er behauptete, er habe nur unsere Loyalität testen wollen, unsere Hingabe für die Sache. Das könne man auf diese... verschlechterte. Seine Lautsprechertiraden wurden zunehmend rauschhafter und irrsinniger. Seine Stimme wurde undeutlich. Er behauptete, es liege nur daran, dass er die falschen Medikamente bekam. Trotzdem wurde es täglich schlimmer. Jede Nacht kam folgende Durchsage aus dem Lautsprecher.
Ich schicke jetzt jemanden zu euch, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Er wird so tun, als wolle er uns verlassen. Aber es ist nur ein Loyalitätstest und ihr müsst diese Person melden. Väter meldeten ihre Söhne, Ehemänner ihre Frauen, Kinder ihre Eltern. Wir konnten einander nicht mehr erzählen, was ablief, denn das wäre bereits verdächtig gewesen. Und über das Fortgehen zu reden, war völlig tabu. Er hatte ein echtes Problem mit Trennungen. Niemand durfte ihn verlassen. Er betrachtete das als Verrat an der Sache und an seiner Person. It's blasphemy to talk about going back when you have not been given any approval. Do you want to go home? No. Well, then be seated and shut your mouth and don't be in my face anymore. Kongressmitglied Ryan war einzigartig in der politischen Szene. Er betrachtete die Gesetzgebung völlig pragmatisch und Nein war für ihn keine Antwort. Einmal verbrachte er eine ganze Woche als Häftling im Staatsgefängnis von Folsom, um die dortigen Probleme zu verstehen und danach die Gefängnisreform voranzutreiben. Er schaltete sich ein, weil einige Bürger in San Mateo County sich dem People's Temple angeschlossen hatten und deren Angehörige sich nun an ihn wandten. Sie fragten sich, wo ihre Verwandten hingekommen sein könnten und ob sie dort womöglich gegen ihren Willen festgehalten wurden. Es hieß, sie seien in einem bewachten Lager. Daraufhin sagte Ryan, wissen Sie was, das werde ich selbst heraus. Etwas wie ein Ersatz zu Hause war und dass die Prediger in ihrer Gemeinde als Vaterfigur akzeptiert wurden. Eine Rolle, die auch die Macht mit sich brachte, das Leben der Gläubigen zu beeinflussen. Jim Jones lernte sein Handwerk als Reiseprediger bei der Auferweckungskirche. Und schon bald wurde klar, dass er eine Anhängerschaft um sich scharen konnte. Ich lernte Jim Jones Ostern 1953 kennen. Meine Schwiegermutter Edith Cordell hatte einen Affen als Haustier, der sich versehentlich selbst erhängte. Sie wollte einen neuen und fand dann im Indianapolis Star eine Anzeige von Jim Jones, in der er einige Affen zum Verkauf anbot. Sie traf sich deshalb mit ihm und erzählte danach, dass er sie für nächsten Sonntag in die Kirche eingeladen hatte. Die Hautfarbe war dort überhaupt kein Thema. Jeder war willkommen und Jones machte das von der Kanzel aus auch unmissverständlich klar. Nicht alle sahen das genauso. Einige standen während des Gottesdienstes auf und sagten, der Integrationsaspekt gefalle ihnen gar nicht. Eines Abends wurden diese Leute dann der Kirche verwiesen. Ich war der erste Schwarze in Indiana, den ein weißes Paar adoptierte. Jim und Marceline wollten eigentlich ein weißes Kind adoptieren. Aber es heißt, ich hätte so laut geweint, dass Marcelins Aufmerksamkeit erregt wurde. Sie kam zu mir und sobald sie mich in den Armen hielt, hörte ich auf zu weinen. In meiner Familie gab es alle Hautfarben. Einen Afroamerikaner, zwei Amerikaner asiatischer Herkunft und natürlich noch seinen leiblichen Sohn, selbstgemacht. Jim hat beim Thema Rassenbeziehungen zu einer Zeit Neuland betreten, als solche Bemühungen noch kaum auf Gegenliebe stießen.
Jim Jones wurde von einigen gehasst und verachtet, vor allem natürlich von Weißen. Der Druck auf ihn wurde so groß, dass er beschloss, Indianapolis zu verlassen. Er hielt die ganze Stadt für rassistisch und wollte seine Anhänger davon befreien. Kalifornien gilt als sehr fortschrittlicher Staat. Er glaubte, dort ließe sich sein Traum von der Gleichheit der Rassen. Mit vielen neuen Gesichtern und Machtquellen. Die meisten glaubten, dass kleine aktivistische Gruppen wie etwa Nachbarschaftszusammenschlüsse mehr erreichen konnten. Die frühen 60er Jahre waren voller Optimismus gewesen. Man war überzeugt, dass soziale Strömungen die Welt verändern konnten. Aber nach den Mordanschlägen auf Malcolm X, Medgar Evers, Martin Luther King und Robert Kennedy machte sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit. People's Temple sagte, nein, der Traum lebt. Wenn Sie in San Francisco eine Demonstration veranstalten wollten und dafür Leute brauchten, haben sie Jim Jones angerufen und der kam dann innerhalb von 20 Minuten mit Hunderten von jubelnden Mitgliedern seines Tempels. Wir dachten, wir könnten die Welt verändern und das wollten wir auch tun. Sie waren pünktlich, höflich und zuvorkommend. Sie deckten alle Altersklassen und Rassen ab. Ideal für eine politische Kundgebung. Jeder Politiker leckt sich nach so etwas die Finger. Als Vizepräsidentenkandidat Walter Mondale San Francisco besuchte, gehörte Jim Jones zu dem Gefolge, das seinen Privatjet betreten durfte. Als Rosalynn Carter nach San Francisco kam, gab sie Jim Jones eine Privataudienz. Jim Jones hatte mehr politische Macht, als sich die meisten vorstellen können. Und Prediger schon gar nicht. Jim Jones sah den People's Temple als progressive Bewegung, die von einer äußeren Macht bedroht wurde, die nicht wollte, dass wir unsere Arbeit fortführten. Und das war die Regierung. Die Regierung infiltrierte, hörte ab und ließ Mordanschläge ausführen. Mal mit, mal ohne Erfolg. Das war damals so. Er lebte in dem Wahn, Opfer eines Mordanschlags zu werden und hatte deshalb extra zwei Leute, die sich im Ernstfall vor ihn werfen und die Kugeln abfangen würden, wie beim Secret Service. In den 70er Jahren veränderte sich Jim. Er nahm ständig Pillen, wegen seiner Nieren, wie er sagte. Und er wusste, jetzt bin ich angekommen und alles wird gut. I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. It's overwhelming, it really is. You can't describe it. Es war sehr aufregend. Alles war neu, einzigartig, voller Freude. Und mit der Zeit macht es noch mehr Freude. Es war wunderbar. Wir bauten unser Essen an und machten alles selbst. What do you think about your friends back down in the state? Do you think they should be here? Well, do you want to share with them this morning? Speak up. I wished I could. Well, can you do share it? With them? Would But you do they, it? They won't listen to me. They won't listen to you, huh? Du hattest zwar keinen Besitz mehr, aber Jonestown gehörte dir. Du wurdest ein Teil davon. Als Afroamerikaner warst du Anteilseigner von Jonestown.
Du warst direkt beteiligt an der Schaffung einer Utopie. Everybody wants to live together. Why can't we live together? I think that Jim Jones took his group down there because he was afraid to face the publicity and answer the questions here in this country. I don't think that he feels confident having people talk to their relatives. I think the only way he can survive and sustain what he started is to isolate all his followers from this country and from their families. Ehemalige Mitglieder gründeten die besorgten Angehörigen. Wer in der Kirche war, sollte wissen, dass er gehen konnte, dass es eine andere Welt gab und dass Jones zu Unrecht sagte, sie könnten ihn niemals verlassen und würden draußen schlecht behandelt. Die besorgten Angehörigen sorgten für eine offizielle Untersuchung des People's Temple. Sie organisierten Briefkampagnen an Beamte und Kongressabgeordnete und mobilisierten sehr effektiv.